pünktlich wie immer, mein lieber Henry. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Nochmals alles Gute zu deinem Geburtstag. Dank dir. Sir Henry. Silvia. Galant wie immer. Sir Henry, kommt, gehen wir doch rein. Ja? Die Straße kommt. Ich freue mich besonders, Sie heute hier zu sehen. Ich weiß, Frau Hagenbeck. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Danke, danke. Sie sehen blendend aus, Frau Hagenbeck. Man sieht Ihnen die Jahre überhaupt nicht an. Sie werden immer jünger. Schön wäre es, schön wäre es, liebe Frau Strahl. Kommen Sie bitte. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich glaube, meine Mutter kommt. Mutter, komm, Geld hier. Halt mal die Blumen. Was macht's? 18 Mark und 40. Ja. Heute ist ein Fest. Stimmt so. Schrecklich, diese Taxis. Erst kam er nicht. Und dann ist er gerast wie ein Teufel. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hagenbeck. Naja, und Gesundheit nicht und was man so wünscht, ja. Vielen Dank, Frau Littmann, es ist lieb von Ihnen. Ja, aber wir wollen den Geburtstag doch nicht hier draußen feiern. Gehen wir rein. Mit erwarten bestimmt schon Kaffee. Ja. Was ist denn rum, als ob der ganze Tierpark zusammenbrechen würde? Das Antilopenbaby. Es liegt ja so merkwürdig und ich habe ein total ungutes Gefühl dabei. Hast du die Antibiotika gegeben? Ja, natürlich. Vor einer Stunde, wie Sie mir gesagt haben. Na, dann ist doch alles in Ordnung. Die Antibiotika werden bald wirken und dann geht es ihm auch gleich besser. Also beobachte weiter. Ich kann ja jetzt auf keinen Fall hin. Der Geburtstagsempfang der Seniorchefin hat schon angefangen und ich bin noch nicht mal umgezogen. Aber Inspektor, das Tier stirbt. Steht es auf den Beinen? Es liegt da und bewegt sich kaum noch. Und die Atmung? Total geschwächt und der Herzrhythmus, der funktioniert auch nicht mehr ganz normal. Ruf Dr. Hagenbeck an. Er möchte unbedingt informiert werden. Er soll sofort zum Stall kommen. Okay, mach ich. Thomas? Thomas? Es ist nicht zu fassen. Was denn? Bernd ist immer noch nicht da. Und wo steckt er, wenn er unpünktlich ist? Bei Tobi. Nur Tobi verleitet ihn ständig zu Unpünktlichkeit und Nachlässigkeit. Ach, Ingrid. Wenn Bernd bei Tobi ist, ist es doch gut. Dann ist er eben schon da. Schon da? Na, du bist vielleicht gut. Soll er in seinen Schulklamotten an der Geburtstagstafel sitzen? Meine Mutter ist da nicht so pingelig. Deine Mutter vielleicht nicht, aber meine Eltern vielleicht. Und ich finde auch nicht, dass das guter Stil ist. Hagenbeck? Hier auch. Silvia, sag mal, ist Bernd bei euch? Wir kommen hier nicht weg, weil er noch nicht da ist. Moment, ja. Ja, ich glaube, er ist mit Tobi ins Moor gerudert. Wohin? Ins Moor, Wasserflöhe fangen. Och, Silvia, du weißt doch, dass wir zum Geburtstag kommen. Und da lässt du Bernd mit Tobi ins Moor. Und wie wird er aussehen, wenn er im Moor war? So wie Tobi immer aussieht, wie ein Kanalarbeiter. Wenn's schlimm ist, kann er doch bei uns in die Wanne. Wir wollten alle drei zusammenkommen. Und zwar pünktlich und in anständiger Kleidung. Aha. Na, dann fahrt man los. Es sind nämlich schon alle da. Tobi hat keinen guten Einfluss auf Bernd.
Wenn Bernd von Tobi kommt, ist er immer schmutzig und renitent. Vielleicht solltest du bei Tobi endlich mal erzieherisch tätig werden. Wie bitte? Silvia, ich fürchte, du willst mich nicht verstehen. Es geht darum, dass Tobi langsam mal den Ernst des Lebens begreift. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Fleiß und eine gewisse Disziplin sind Eigenschaften, die jedem gut anstehen. Können wir da nicht an einem Strang ziehen? Aber das tun wir doch schon. Und zwar jeder an einem anderen Ende. Tschüss, Schwägerin. Ich muss jetzt Schluss machen. Sonst bin nämlich ich nicht pünktlich, nicht sauber und nicht diszipliniert. Die kann ihre Herkunft auch nie verleugnen. Wenn man ihr in aller Freundlichkeit mal die Meinung sagt, wird sie frech. Ach, Ingrid, weißt du? Ja. Ingrid, bitte. Es geht um Bernd, Thomas. Tobi zieht Bernd nach unten und keineswegs Bernd den Tobi nach oben, wie es wünschenswert wäre. Das ist eine Jungsfreundschaft schon oben und unten. Oben, das sind für dich die Stratens, die Villenbesitzer, deine Eltern. Und unten die Hagenbecks, die gelegentlich nach Tierpark riechen. Und wo wohnst du? An der Elbchaussee. Und nicht im Tierpark zwischen Tüpfelhyänen und Bergziegen. Bist du Banker oder Viehzüchter? Banker. Was nicht bedeutet, dass ich Viehzüchter geringer achte. Wie steht's? Miserabel. Die Mutter nimmt es immer noch nicht an. Sieht schlecht aus. Ja, da können wir es nicht lassen. Die merken, dass es krank ist und stoßen es aus. Die Verhärtungen im Bauch sind noch massiver geworden. Haben sich ausgebreitet. Auf die Antibiotika hat es nie angesprochen. Ja. Klaus? Herr Doktor? Komm bitte mal. Massiere ihr den Bauch. Hier so. Verdauung angeregt wird, ja? Mhm. Und wie lange? Das wirst du ja merken. Herr Doktor, ich weiß nicht, ob ich, ich meine, entschuldigen Sie aber ich glaube, ich ertrage das nicht, wenn unter meinen Händen ein Tier stirbt. Klaus, das musst du auch lernen. Okay. Komm, ganz weich und gleichmäßig. Mhm. Hier so. Versuch's mal. Immer auf die Reaktion achten. Ja, so ist gut. Ruhig. Viel Hoffnung habe ich nicht. Im Moment können wir nicht mehr tun. Klaus, sobald ich von der Geburtstagsfeier weg kann, komme ich noch mal. Wenn es kritisch wird, rufst du mich an, ja? Okay. Viel Glück. Weg. Wir kriegen, was übrig bleibt. Bist du mit dem Kaffee soweit? Schon lange. Ach, was ist denn mit dir los? Manchmal glaube ich, ich hätte durchaus das Zeug, auch zu den Herrschaften zu gehören. Du bist ja verrückt. Naja, sich bedienen lassen und so. Sie bringen mir und dem Herrn Senator den Mokka und die Kekse. Und ich sage ganz lässig, danke, Meta. Mhm. Und wenn du dann wieder bei dir bist, dann gießt du die Sahne in die Kännchen. Haben Sie nie von sowas geträumt? Doch. Ja? Früher mal. Aber das gibt sich. Eigentlich brauchte man doch nur an den richtigen Mann zu kommen. Kommst du nicht? Wieso nicht? Haben Sie nie gelesen, Fabrikbesitzer heiratet Kontoristen oder Großgrundbesitzer führt Waisenkind zum Traualtar? Und zugenäht. Susanne, du gehst mir auf den Keks. Sei froh, wenn du mal einen Mann erwischt, der dich und dein Kind ernähren kann. Wer hat eine bessere Figur? Die Frau vom Chef oder ich? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie mehr im Kopf als du. In 2 Minuten servieren, ja? Ja, gut, Frau Hagenbeck. In 2 Minuten servieren. Na, ist das etwa nicht überzeugend? Das kann jeder. So, nun, los, los.
Lisa. Das ist Meta, Sven. Gratuliere, Meta. Lisa Gilbert, pas encore, es fängt gerade erst an. Nur lass mich doch, mein Schatz. Non, pas encore. Ach, schön, dass ihr gekommen seid. Tja, für Gilbert ist die alte Frau Hagenbeck die liebe gute Oma schlecht. Die alte Frau Hagenbeck ist 70 Jahre jung. Nein, danke schön. Danke. Nein, danke. Verehrte Seniorchefin, das ist das Geschenk des gesamten Tierparkpersonals. Sieht ja zum Anbeißen aus. Ja, in diesem Fall geht es. Er ist aus Marzipan. Klaus modelliert. Vielen, vielen Dank, Herr Ritsch. Bitte sehr. Franz. Ja, ja. Sie sind ein reizendes Geschöpf. Wir müssen einen machen. Wissen Sie, dass Sie mich an eine indische Prinzessin erinnern? Doch, doch, das war im Jahre 1900. In Rajnapur. Beim Wein achtest du ja auch auf den Jahrgang, nicht? Ja, aber du weißt doch, der Wein muss alt und jung das Mädchen sein. Ja, ja. Wir müssen mit ihm über die Befruchtung Mutter, warum verkriechst du dich so unter Ecke? Komm, wir gehen zu Frau Hagenbeck. Nein, nicht doch jetzt. Wenn ich der Herr Straten. Dann trink wenigstens ein bisschen Sekt inzwischen. Hm? Nein, bloß nicht. Du weißt doch, wenn ich nur einen Schluck trinke, dann rede ich doch nur noch Unsinn. Ja, mach aber nicht so ein trauriges Gesicht. Na, ihr Wein. Elsa, sie ist heute fabelhaft aus. Na, Silvia, ich hoffe, du hast es längstens schon bereut. Was denn? Oder was denn? Das. Ach so. Christoph. Was ist denn? Ja. Entschuldigung, was ist denn? Ja. Ach, Gilbert möchte so gern, dass ich noch unter der Trennung von ihm leide. Hm? Marlene, was sagen Sie denn dazu? Dann tun Sie ihm doch den Gefallen. Wenn er es so gerne möchte. Richtig. Gilbert, wer könnte dich je vergessen, du Perle des Witzes? Oh. Gilbert, wie schaffst du es nur für ewig ein Freund unserer Familie zu bleiben? Was an dir ist so unwiderstehlich? Das habe ich Silvia auch schon gefragt. Ich habe ja gesagt, es geht nicht gut. Und es ist ja auch nicht gut gegangen, ne? Aber Mutter, ich habe doch recht. Ah, Ingrid und Thomas sind da. Ingrid. Hallo. Grüß dich. Ja, Christoph. Thomas. Entschuldige, Mama, aber wir haben auf Bernd gewartet. Den Tobi an die Teiche gelotst hat, wo er natürlich die Zeit verpasst hat. Ach, lass die Kinder doch. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Danke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und das ist für dich etwas Kleines, aber ich hoffe, du freust dich drüber. Ganz bestimmt. Aber komm, trink doch erst ein Glas Sekt mit uns. Henry, bist du so lieb und gibst uns ein Glas Sekt? Ja, gerne. Ja. Ingrid, Sie sehen bezaubernd aus. Ich war in Ihrer Ausstellung, meine Hochachtung, Sie malen mit sehr viel Empfindsamkeit. Vielen Dank, Sir Henry. Aus Ihrem Mund ist das ein großes Kompliment. Ah, das stimmt. Er hat eine der schönsten Aquarellsammlungen in Hamburg. Auf dem Gebiet ist er ein Kenner. Nicht nur auf dem Gebiet. Aber kommt mit nach nebenan. Etwas für die Klatschspalten. Sir Henry war auch da, der Direktor der Niederländischen Handelsbank AD. Ja, wirst du damit 70 nicht auch pensioniert sein? Ich wurde nicht pensioniert. Ich wurde gefeuert. Ah ja, ich weiß. Du hast damals für seine frühzeitige Entlassung gesorgt. Wahrscheinlich dient er doch noch der Hagenbeck deshalb als Finanzberater. Das soll ein Affront gegen mich sein. Nun ja. Wie man hört, soll er seine Villa an der Alster verkaufen müssen. Herr Direktor, ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, wie jung und frisch Sie aussehen. Danke. Darf ich dieses Kompliment zurückgeben? Sie sehen ja wirklich blendend aus. Liegt das an Ihren Bilanzen? Die stehen ja auch nicht schlecht, wie ich aus der Financial Times genommen habe. Oder ist es, weil Sie ihn so verwöhnen, gnädige Frau? Bitte nehmen Sie doch jetzt alle Platz, sonst wird der Kaffee kalt. Frau Liebmann, ja? Herr Ritschel, ja. Da drüben. Franz, hier bitte.
War es denn so verkehrt, was ich gesagt habe? Ach, Mutter. Es war jedenfalls zur falschen Zeit und am falschen Ort. Ach, bitte. Susanne! Sobald sie anfängt, die Geschichte zu erzählen, wie ihr Mann betrunken auf der Toilette eingeschlafen ist, gehen wir. Ist doch keine Katastrophe. Sie hat ein so verflixtes Talent, ins Fettnäpfchen zu treten. Du bist ja schlimmer als Ingrid. Entschuldigung. Martha, ich muss dir sagen, du solltest wieder heiraten. Das finde ich auch, Martha. Warum? Wir haben doch noch... Ich meine, ich habe doch noch sehr viel Zeit. Ach, Franz, du bringst mich völlig durcheinander. Ja, dafür bin ich berühmt. Wenn ich eine Frau fände, die so einen Butterkuchen backt, Herr Straten backt ihre Frau so einen Butterkuchen. Nein. Mein Mann, der hat gerne gekocht und gebacken. Naja, war ja auch Koch auf dem Frachter. Weißt du doch, Silvia, als er damals... Mutter, ich weiß es doch. Und die anderen wissen es auch. Jetzt geht's los. So, was wollte ich denn erzählen? Auch doch sicher diese entzückende Geschichte, wie ihr Mann betrunken auf der Schiffstoilette eingeschlafen ist. Kenne ich nicht. Erzählen Sie doch mal. Also, ich glaube, das war im Indischen Ozean, nicht? Mein Mann, der hat damals gerade Bohnen gekocht und dann... Naja, wissen Sie. Naja. Freust dich, dass wir wieder da sind? Ja, war brav, Willi. Ihr auch? Habt ihr die ganze Hamburger Kanalisation entschlammt? Naja, halb so schlimm. Du musst den Vogel retten. Komm, Mann, wir müssen ins Bad, bevor deine Mutter Nerven zusammenbricht. Zieh Sachen von mir an. Jack! Jack! Jack, kommst du doch! Jack! Oh nein, Jack, warte doch! Oh Mann, Jack! Bist du wahnsinnig? Mega, alles gut, Jack. Ja, aber der Hund, der Hund! Na, Herr Mack, das war ja ein starker Auftritt. Susanne, hol mal einen Besen. Bernd, wie du aussiehst. Ab mit dir ins Badezimmer. Wir wollten ja auch erst ins Bad, aber Jack ist vor uns ins Haus gewitscht. Jack, hör auf zu fressen, das ist nichts für dich. Da wäre ja schön blöd. Solch eine Delikatesse kriegt er so schnell nicht. Wenn du noch wieder aussiehst wie ein Mensch, Bernd, solltest du Oma vielleicht zum Geburtstag gratulieren. Thomas, nun bricht dir mal keine Verzierung ab. Du hast kaum jemals anders ausgesehen in dem Alter und hast mir trotzdem zum Geburtstag gratuliert. Komm, Bernd. Alles Gute, Oma. Danke dir. Danke. Ich stell dir vor, Tobi hat auf dem Heimweg sogar einen Vogel aus der Schlinge gerettet. Deswegen sind wir auch noch später gekommen. Kein Grund, unpünktlich zu sein, Bernd. Eine Ausrede findest du immer, hm? Ingrid? Wer einen Vogel rettet, darf auch zu spät zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dich stört's vielleicht nicht. Aber ich möchte schon, dass Bernd diszipliniert ist. Na, alles so aufgefressen. Na komm, Jack. Wir bitten die Störung zu entschuldigen. Komm, Jack. Fuß. Herr Doktor, der Tierpark hat angerufen. Sie möchten dringend rüberkommen. Herr Ritschel? Ja, bitte? Der Tierpark hat angerufen. Wahrscheinlich die kleine Antilope. Entschuldige, Mutter. Ist was passiert? Nein, nein. Ich bin gleich wieder da. Ja. Gehen wir. Trinken wir vielleicht einen Cognac. Mit Tieren ist es manchmal einfacher, was? Ja. Ich wollte nicht indiskret sein. Nein, nein, sind Sie ja nicht. Gott, mit jedem Einzelnen kann man ganz gut zurechtkommen. Aber alle zusammen schlimmer als die da. Ich bin eigentlich ganz froh, da mal rauszukommen. Wenn er anders noch nicht so ernst wäre. Viel Hoffnung hatte ich sowieso nicht. Wir mussten ja mit dem Schlimmsten rechnen. Trotzdem, ich habe mich nie dran gewöhnen können. Es stirbt doch immer ein Stück von einem selbst. Ja, das hätten wir geschafft. Hm? Ja, jetzt haben wir das Schlimmste überwunden. Sagen Sie mal. Ruhig. Bleib ganz ruhig.
Und jetzt kommt der ganz große Moment gleich. Jetzt werden wir mal sehen, was deine Mama zu dir sagt. Klaus, bring mal die Mutter rein. Wer sind Sie denn? Ruhe! Psst, absolute Ruhe! Darf ich? Baby gerettet. Aber der Name sagt Ihnen wohl nicht viel, schätze ich. Nein. Das dachte ich mir. Sollte er mir was sagen? Ich habe mich bei Ihnen mal als Tierpflegerin vorgestellt. Ach ja? Sie wollten mich nicht. Ach, nur arbeiten Sie heimlich hier, was? Ja, ich bin öfter hier. Ich habe eine Jahreskarte. Wie haben Sie das gemacht? Mit Liebe und Gefühl. Ich kenne mich aus mit Tieren. Mein Onkel hat Schafe. Da habe ich schon so manchen Schwächling wieder auf die Beine gestellt. Sie ist wirklich große Klasse, Herr Doktor. Kommen Sie gelegentlich mal in meinem Büro vorbei, wenn Sie noch mögen. Ich mag. Sie nimmt es wirklich an. Fantastisch. Danke. Auf bald. Was? Na, alles in Ordnung? Jetzt ja. Wie läuft's hier? Du hast etwas verpasst. Stell dir vor, der alte Straten hat über einen Witz von Franz gelacht. Ist nicht möglich. Ja, Franz ist in Hochform. Sogar mein Schwiegervater war auf einmal ganz entspannt und locker. In so einer Verfassung würde ich ihn auch gerne mal erwischen. Probleme? Ja, ich brauche einen Kredit. Ich wollte sowieso mal bei dir vorbeikommen. Passt dir morgen um 11? Ja, sicher. Gut, komm nicht. Na ja, ernste Männergespräche. Nein, nein. Du solltest dich mal mit Mutter unterhalten. Ja, natürlich, komm, ich bin sofort drauf. Weißt doch, sie mag dich so gerne. Du machst dich ein bisschen ran in der Zeit. Was war, was Schlimmes? Nein, nein, im Gegenteil. Das Antilopenbabys waren da. Ah, wunderbar. Inzwischen haben sich hier die Wogen auch wieder geglättet. Der Schwiegervater von Thomas hat sogar gelacht. Ja, du, ja. Richtig gelacht. Hab schon gehört. Ja, eines Tages lacht er noch über die Geschichten von Sylvias Mutter. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Onkel Franz will eine Rede halten, stimmt das? Ach, hey. Konntest du ihm das nicht ausreden? Leider nein, aber wir haben uns auf 5 Minuten geeinigt. Entschuldige, Martha, aber ja? Wir brauchen dringend einen weisen Rat. Sag mal, ist das nicht die neue von Franz? Sieht so aus. Franz? Ja? Guck mal. Entschuldige mich bitte bei deiner Mutter. Man muss das Eisen schmieden. Solange es heiß ist. Solange, ja. Da freue ich mich aber besonders. Ja, Willst du sie nicht halten, die Rede? Ich? Gottes Willen. Liebe meine Mutter, sowas würde ich ihr nie antun. Bringen wir jetzt in Gepäckdepot. Das? Willst du das mitnehmen?
In ein Hotel, dachte ich. Wozu sollen wir das bezahlen? Wovon? Wovon? Ach, Sam, wir sind nach Hamburg geflogen, damit mir meine Mutter Geld gibt. Wenn wir das Geld haben, können wir in jedem Hotel übernachten. Na gut, nehmen wir halt das Gepäck mit ins Taxi und dann sehen wir weiter. Hm? Vielleicht können wir auch in der Villa übernachten. Na, schließlich ist es ja auch mein Haus. Nach allem, was du mir über deine Familie erzählt hast, weiß ich wirklich nicht, ob ich das möchte. Ah, willst du mich etwas vorstellen? Oh, warum nicht? Mir ist es egal. Auf keinen Fall. Die Fluggäste Müller und Pertrini, gebucht nach London, bietet zum Ausgang B. Sie hat ja heute Geburtstag. Hast du nur 20 Mark? Die brauchen wir fürs Taxi. Na komm, der Taxifahrer kann vor der Villa warten, bis meine Mutter mir das Geld gegeben hat. Ja, was kostet der denn hier? 9,50. Okay, nehme ich den. Dankeschön, der Rest ist für Sie. Ah, nicht schlecht. So. Du willst schon gehen? Ja. Das Fest in familiäre Formen an. Das ist schade. Für Christoph. Komm gut nach Hause. Thomas. Für Henrik. Ingrid. Das war mir ein besonderes Fest. Bis bald. Ja. Und du, pass auf. Tschüss. Du benimmst. Du auch. Tschüss. Und Jacques auch. Es ist wirklich schade, dass du gehst. Du gehörst doch eigentlich zur Familie. Ach, lass das bloß den Straten nicht hören. Ihr wart doch eigentlich sehr herzlich zueinander. Martha, du lernst es ja nie. Das ist doch alles nur Parkettschwindel, sonst gar nicht. Man sagt sich die artigsten Dinger und möchte einem am liebsten vergiften. Natürlich kommt das Gift in einem prächtigen Burgunder und keine billige Auslese. Der Stil bleibt gewahrt. Wie alt muss ich noch werden, um die hässlichen Spiele der Männer zu verstehen? Kommst du Besuch? Nein, ich wüsste nicht. Wer sollte denn noch... Mein Gott, das ist ja Miriam. Ah, Mama! Mama. Miriam. Alles, alles Gute. Danke, danke, Miriam. Oh, hallo, das freut mich. Sag mal, bleibst du jetzt eine Weile in Hamburg? Du willst uns sehen. Ach, immer noch derselbe alte Charmeur. Ja, Martha, ich denke, jetzt wird's für dich das Fest hier richtig schön. Ach, Miriam, du hast telegrafisch abgesagt und nun bist du doch gekommen. Wie das Leben manchmal so spielt. Wollen wir hier stehen bleiben? Ja, ich gucke nur, weil da noch jemand im Taxi sitzt. Ja, das ist Sam. Du, er will nicht stören. Na, du hast doch heute Geburtstag. Ist das dein Freund? Ja, in etwa schon. Na, komm. Ja, ich frag mich nur, wenn er im Taxi auf dich wartet. Ob du nicht vielleicht schon wieder mit einem Bein auf dem Rückflug nein, bist? Nein, nein, ich hab Zeit. Kümmer dich nicht um Sam. Komm, gehen wir zu den anderen. Wer ist das denn? Unsere Schwester. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Marian. Hallo. Tobi, Bernd. Groß seid ihr geworden. Silvia. Christoph. Prima, dass du doch mal gekommen bist. Na klar. Du verstehst es immer, Überraschungen zu inszenieren. Ich denke, du bist in Amerika. Da siehst du, wie man sich täuschen kann. Ingrid, schön, dass du da bist. Ja, da bin ich. Ah, hallo, Meta. Ach, ja, da staunen sogar Sie. Ja, weiß Gott. Guten Abend, Frau Miriam. Und herzlich willkommen. Mama. Hier. Danke. Danke, mein Kind. Tja. Ja, eigentlich wollten Sam und ich ja weiter nach Athen, aber wir haben die Anschlussmaschine verpasst. Und da habe ich gesagt, was sollen wir hier in Wien rumsitzen? Da gibt's ja nichts als heurigen Schlösser, Praterstimmung. Na, da können wir auch mal kurz nach Hamburg rüberdüsen. So. Guten Appetit. Danke, Meta, stell Sie zu den Übrigen, ja? Ja. Ja, Sam ist viel unterwegs, müsst ihr wissen. Ich habe ihn in den Everglades kennengelernt. Er hat da wissenschaftliche Forschungsteams organisatorisch betreut. Und ich kam da mit einer Gruppe von der Uni hin. Nach ein paar Tagen ist man da froh, wenn man wieder festen Boden unter den Füßen hat, kann ich euch sagen. Und den hast du nun wieder? Bitte?
Ach so. Ja. Ja, Sam ist jetzt nicht mehr in den Everglades. Er managt Happenings. Ganz irre. Internationale Kunstszene. Vergnügungsparks, du. Das ist ungeheuer in zur Zeit. Oh. Ach so, Mama. Auf dein Wohl. Dein Wohl, Miriam. Und dein Studium? Aufgegeben? Ja, in etwa schon. Schön, mal wieder zu Hause zu sein. Miriam, wie lange willst du Sam noch im Taxi warten lassen? Man muss halt improvisieren. Wir wissen auch noch nicht, wie lange wir noch bleiben. Wovon hängt das denn ab? Bitte? Ach so. Naja, also vor morgen früh kriegen wir keine Maschine nach Athen. Naja, aber ich will Sam nicht so lange allein lassen. Er ist irgendwie emotional, etwas schlecht drauf im Moment. Deswegen schlafe ich auch lieber mit ihm im Hotel, als hier in meinem alten Zimmer. Die Frage, warum dein Sam im Taxi auf dich warten soll, ist damit nicht beantwortet. Er kann sich zu uns setzen, er kann im Hotel auf dich warten, aber muss nicht draußen im Taxi sitzen. Hast du irgendwelche Probleme, Miriam? Ja. In etwa schon. Pass mal auf, ja? Sam ist in etwa dein Freund. Dein Studium hat in etwa Pause. Und du hast in etwa Probleme. Drück dich doch etwas präziser aus, ja? Brauchst du Geld? Mama, wir wollen uns verabschieden. Es ist spät geworden. Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Mama. Ich bringe euch noch zum Bis Bahn. Morgen. 11 Uhr. Komm, Bernd, sonst bist du morgen in der Schule müde. Tschüss. 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 Was ist los, Miriam? Ich will dir doch nur helfen. Tja. Das sagen alle Mütter, wenn sie die Selbstständigkeit ihrer Kinder einengen wollen. Ach, entschuldige, Mama, ja? Aber es ist doch wahr. Dauert's noch lange? Ich hoffe nicht. Sonst zahlen Sie jetzt, gehen rein und bestellen Sie nachher ein neues Taxi. Ich muss warten, bis mein Freund das Geld bringt, okay? Ach so, Sie haben keine Kohle. Na, das hört man gerne. Keine Angst. Sie kriegen Ihr paar Kröten schön. Natürlich. Moment mal. Was? Gehören Sie dazu? Zoo Family, meine ich. Ich bin das Hausmädchen, wieso? Very good. Bitte, sagen Sie die Miriam, ich habe die Nase voll von Warten, ja? Mal sehen, ob ich sie sehe. Dann riecht er es so ein, dass du sie siehst, Süße. Miriam, komm. Hol deinen Sam rein und setzt euch zu uns. Mutter zuliebe. Wir freuen uns doch, dass du da bist. Ach, hör auf, immer mit diesem väterlichen Getue. Verzeihung, Frau Hagenbeck. Ja, was ist denn, Susanne? Da ist ein merkwürdiger Mann draußen. Der hat gesagt, ich soll Fräulein Miriam sagen, dass er die Nase voll hat vom Warten. Die hat ja vielleicht einen Turm drauf. Miriam, warum? Warum bist du gekommen? Das ist ganz einfach. Ja, wir sind vorübergehend nicht flüssig. Ich brauche Geld. Geld fürs Hotel, Geld für einen Weiterflug. Sam ist von einem Kunden im Stich gelassen worden. Dann bist du also nur mal schnell nach Hamburg gekommen, um Geld zu holen. Und nicht, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Ach, Mama. Schließ denn das eine das andere aus? Du bekommst schon seit geraumer Zeit monatlich einen Wechsel für ein Studium, das du gar nicht mehr ausübst. Geld, das mir zusteht. Ach ja? Ach, es ist mir egal, aus welcher Kasse es kommt.
Bitte, rechnet es auf meine Anteile als Mitgesellschafterin an. Ich habe 20%. Wie ihr wisst. Ein solcher Vorgang würde eine außerordentliche Gesellschafterversammlung erfordern. Das geht nicht so hoppla hopp. Na ja gut, dann ruft doch so eine Versammlung ein und gib mir einen Vorschuss. Ach, Christoph. Wenn mir na über den Daumen gepeilt eine Million zustehen, dann werdet ihr vielleicht 20.000 locker machen können. Für Sam. Was mir gehört, gehört auch Sam. Und was Sam gehört, gehört auch mir. Ach, Mama, bitte sieh mich nicht so an. Ich bin 30 und kein Wickelbaby. Dann benimm dich auch entsprechend. Was ist mir passiert? Als du vor 3 Jahren nach Amerika gegangen bist, da warst du doch noch in Ordnung. Weiß der Himmel, was du unter Ordnung verstehst. Was auf dieser Welt ist schon in Ordnung? Wenn sich alle so verhalten, wie du es erwartest? Mama, entschuldige. Ich will keinen Streit. Ach, bitte, schreib mir den Scheck aus. Und dann sitzen wir noch ein paar Minuten gemütlich zusammen und dann fahre ich mit Sam ins Hotel. Atlantik? Ja, haben Sie noch ein Doppelzimmer frei für heute Nacht? Hagenbeck. Ja, danke. Ja, ich glaube, ich gehe dann besser. Hab noch einen schönen Geburtstag, Mutter. Tschüss, Christoph. Ja, ja, sag mal du. Tut mir leid, Mutter. Ein Glück, dass er das nicht mehr erlebt. Schlafen. Gute Nacht, Christoph. Nacht, Mutter. Oh, oh. Ist was? Nein, nichts. Ich bin deprimiert, das siehst du doch, oder? Was steht denn auf dem Scheck? Hm. 20.000 ist doch gut. Was willst du mehr? Naja, für dich ist die Welt ja sofort wieder in Ordnung, sobald du Geld hast. Für mich nicht. Meine Mutter hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Mein Gott, dann ruf sie an und entschuldigen dich. Das kostet 30. Nein, auf dem Hotelapparaten 50 oder 60 Pfennig. Ach, Sam. Immer nur rumreisen. Immer irgendwie auf der Flucht. Das ist auch nicht das Wahre. Zumindest nicht für mich. Wir werden schöner
geruhsamer Tag haben in Griechenland. Naja, bis wir dann plötzlich aus irgendwelchen undurchsichtigen Gründen wieder abreisen müssen. Diesmal nicht. Ich habe mein gutes Horoskop. Oh Gott, du spinnst doch. Ha, Horoskop! Honeybun, you are driving me crazy. I'm in love, but I'm lazy. Na komm. Sieh dir um. Wir gehen nach unten und einen Drink nehmen. Dass du jetzt ein bisschen durcheinander bist, ist doch klar bei diesen Familien. Ich weiß schön, warum ich um die einen großen Bogen mache. So schlimm sind sie gar nicht. Und manchmal überlege ich mir, ob sie vielleicht auch recht haben. Zumindest was mich angeht. Komm, komm, sei nicht so komisch. Die stecken wir doch alle in die Tasche. Ach. Und Darling, und dann ist da noch diese Story von dem Amerikaner, der so furchtbar verliebt ist in ein Mädchen aus Hamburg. Und sie fliegen zusammen nach Athen und er macht ihr da einen Heiratsantrag. Und sie sagt, aber gerne, Darling, was schenkst du mir so Hochzeit? Und da sagst du verliebter Amerikaner, Darling, ich schenke dir Europa zum Frühstück. Good. Hallo, Miriam. Was machst du denn hier? Willst du mir deinen Freund nicht vorstellen? Ja. Das ist Sam. Sam Euler. Mein Bruder Christoph. Angenehm. Miriam, kann ich allein mit dir reden? Es gibt nichts zu reden. Miriam, bitte. Wir machen uns Sorgen. Das braucht ihr nicht. Es gibt keinen Grund. Lasst mich mein Leben leben. Ihr müsst doch endlich mal akzeptieren, dass ich erwachsen bin. Bist du es denn? Komm, Miriam. Lass uns einen trinken und drüber reden. Da stimmt doch was nicht bei dir. Warum zum Beispiel hast du dein Studium aufgegeben? Ach, Christoph. Lass du den Familienrat über ein anderes Thema tagen. Ja, okay. Ich wollte Biologie studieren, Zoologie und jetzt mache ich was anderes. Na und? Und du? Du wolltest Architekt werden und jetzt bist du Tierparkdirektor. So what? Jeden, wie es ihnen passt. Komm, gehen wir. Familien sind doch reiner Horror. Sie führen ihr Leben und wir unsere. Okay? Das Miriam finanziert. Mit dem Scheck unserer Familie schlafen Sie sicher gut heute Nacht. Also komm, Sam. Sowas müssen wir uns nicht anhören. Christoph? Christoph? Wo warst du denn so lange? Bei Miriam im Hotel. Es gab wohl Streit. Streit? Eigentlich nicht, nein. Sie hat wieder Geld gewollt. Ja, da ging es ja auch nicht viel zu sagen. Die Frage ist nur, wofür will sie das Geld? Darüber ist uns keine Rechenschaft schuldig. Im Grunde ist es doch gut, dass sie versucht, ihr eigenes Leben zu leben. Ihr habt sie viel zu lange betuttelt und bemuttert. Miriam hat irgendwie den Boden unter den Füßen verloren. Das scheint euch nur so, weil ihr sie noch nie richtig losgelassen habt. Wieso? Sie lebt ihr eigenes Leben. Wir haben sie nach Amerika gehen lassen.
Da lügst du dich da nicht ein bisschen selbst? Sie darf zwar nach Amerika fahren, ja, aber sie soll dort genau das tun, was ihr wollt. Du spielst immer noch den großen Bruder, der auf die kleine Schwester aufpassen will. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das weiß ich nicht. Gib's doch zu. Naja, hm?